Ja klar, und da wollen sofort alle. Und kannst mal nicht. Timo Beermann, Glückwunsch zum Derby-Sieg in Meppen mit eigenem Tor. Beschreib mal deine Gefühle. Ja, wunderbar. Ne? Schöner Samstag, geile Atmosphäre gewesen, 1-0 gewonnen. Ich durfte auch mal wieder treffen. Ja, ist einfach wichtig. Freut mich für die Fans, fürs Umfeld, für die ganze Mannschaft, dass wir ein sehr schönes Wochenende haben werden. Beschreib doch eben das Tor. Wie ist es gefallen? Ja, mit rechts, nach einer Ecke. Sehr ungewöhnlich für mich, aber ich denke, ich mache es nicht so verkehrt. Habe mich ganz gut freigelaufen, die Ecke kommt dann auch mal gut und dann treffe ich ihn einfach gutes lange Eck. Der VfL aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit klar besser, auch mit den besseren Chancen, glaube ich, nur eine Chance durch Hemlein zugelassen. Wart ihr mit der Leistung zufrieden in der Pause? Klar waren wir zufrieden, aber wir wussten, dass uns noch harte 45 Minuten erwarten. Und die haben uns auch erwartet. Meppen hat teilweise schon gedrückt, gerade immer über die Flügel gute Flanken gebracht. Da hatten wir auch ein, zweimal Glück, wo Pipo auch super hält. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass es schon ein verdienter Sieg ist. Unser größtes Problem war einfach wieder mal so ein bisschen, dass wir im letzten Drittel hätten viel früher noch den Sack zumachen können. Gerade auch erste Halbzeit, wo wir oft erst ein bisschen verpasst haben. Und zum Schluss, wo wir natürlich auch ein paar Mal Überzahl hatten und einfach auch das 2-0 hätten erzielen müssen. Fast 10.000 Leute hier heute in der Arena. Wie hat sich das angefühlt nach zuletzt Spielen vor gar keinen Zuschauern oder 500 Zuschauern? Ja, natürlich geil. Das gehört dazu. Da freut man sich. 1.000 aus Osnabrück, 9.000 Meppner. Es wird gemeckert, es wird gepfiffen. Das ist einfach geil und das macht den Fußball aus. Und ich hoffe, das geht so weiter. Heute genießt den Tag. Glückwunsch nochmal zum Tor. Jo, danke schön.